Glas gilt als ältestes Kunstprodukt der Welt. Die ältesten Funde in Ägypten werden auf ca. 3500 vor Christus datiert. Und von alters her ist reiner Sand der wichtigste Rohstoff. Genauso wichtig wie Feuer zum Schmelzen der Glasmasse, so unentbehrlich ist sein klassisches Gegenstück, das Wasser, zum Formen von Glas. Der Zugriff auf große Mengen Brennstoff war entscheidend für die Gründung von Holmegårds Glaswerk im Jahre 1825. Von den 800 Morgenmoore des Gutshofs konnte man den Torf als natürlichen Brennstoff nutzen und die begrenzte Menge dänischen Waldes schonen. Heute wird in der Glashütte mit Erdgas gefeuert. Man kann Glas durch Schmelzen von Sand allein herstellen, aber durch Beigabe von Soda und Kalkstein lässt sich unter anderem die Schmelztemperatur senken. Die Glashütte ist die zentrale Werkstatt zur Herstellung von handgefertigtem Glas. Hier beginnen die Glasmacher ihre tägliche Arbeit rund um den Glasofen. Heute fast genauso wie vor 175 Jahren. Glasmasse versetzt mit Glasbruch wurde über Nacht in dem Glasofen geschmolzen. Der Glasmacher taucht ein langes Eisenrohr, Pfeife genannt, in das flüssige Glas hinab und nimmt einen Posten Glas durch Herumdrehen auf. Der Glasposten wird in einer nassen Holzform gerollt, damit er symmetrisch auf der Pfeife sitzt. Es wird ein wenig in die Pfeife geblasen und der Glasposten weitet sich zu einer Blasenform aus. Wenn das Glas etwa die richtige Fasson hat, wird es in eine triefend nasse Form gesteckt. Zwischen Glas und Form bildet sich eine Dampfhaut, die das Glas abkühlt und ihm die blanke Oberfläche verleiht. Das Glas hat jetzt seine grundlegende Fasson erhalten und wird an den Stielmacher weitergereicht. Ein kleiner Posten Glas wird aufgesetzt und der Stiel ausgezogen. Von hier aus geht das Glas weiter zum Fußmacher, der aus einem neuen Posten Glas den Fuß des Glases formt. Das Glas wird mit einem kleinen Schlag von der Pfeife gebrochen und zum Abschneiden hingesetzt, wo es seine fertige Form erhält. Glas muss langsam abgekühlt werden, da sonst Spannungen auftreten. Die Gläser laufen deshalb durch ein Kühlrohr, das sie im Laufe von ca. 3 bis 4 Stunden von 500 bis 600 Grad auf Zimmertemperatur bringt. Wenn die Gläser abgekühlt sind, werden sie mit einem kritischen Auge sortiert. Aber Holmegårds Qualitätskontrolle macht hier nicht Halt. Ein Teil der Gläser muss erst geschliffen und begutachtet werden, bevor sie als fertige Produkte angenommen werden können. Heute werden 2 Millionen Stück handgefertigtes Glas im Jahr in Holmegårds Glaswerk produziert. Die Glasmacher führen eine stolze 175-jährige Tradition für Qualität weiter. Eine Qualität, die entscheidend dafür ist, dass das Glaswerk all diese Jahre überlebt hat und heute als das Mutterwerk aller dänischen Glaswerke betrachtet wird. Wenn man die tüchtigen Glasmacher bei der Arbeit betrachtet, kann man viele der erfolgreichen Glasprodukte erkennen, die im Laufe der Zeit dänische Glaskunst geprägt haben. Die Entwicklung geht mit der Zeit. Ständig wird mit neuen Formen und Farben experimentiert. Holmegård ist bekannt für seine hübschen Gläserserien, Karaffen, Vasen und Schüsseln. Sie sind ein Teil der dänischen Kultur geworden.
Holmegaard-Gläser sind Ausdruck dänischer Tradition, dänischen Stils und dänischen Designs. Vor 175 Jahren wohnten alle Glasmacher in Glasmacherwohnungen am Holmegaard Glaswerk, damit sie rund um die Uhr zur Verfügung stehen konnten, sobald die Glasschmelze klar war. Heute haben die Glasmacher erträglichere Arbeitsbedingungen. Doch auch wenn das Personal nach Hause gegangen ist, die Öfen machen niemals frei. 24 Stunden am Tag brennt ein ewiges Feuer, das Herzstück von Holmegaard Glaswerk.